Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder ist es 1 Uhr Nacht. Wir sind da, ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wie immer mittwochs, offene Runde, freie Sendung, freies Talkradio. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Angerufen hat auch Marina, und Marina ist 18 Jahre und meine erste Anruferin heute Nacht. Guten Morgen, Marina. Hallo. Hallo Marina. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir ist das so, ich habe mit meinem Stiefvater eine Affäre. Mit dem Stiefvater? Ja. Oh, ich weiß, der ist auch noch mit meiner Mutter zusammen. Mhm. Wohnen auch zusammen und alles. Wohnst du auch mit in dem Haus oder in der Wohnung? Nein, ich bin schon ausgezogen. Wie lange schon? Ja, das ist jetzt auch so ein Jahr her. Und seitdem ist das auch mit ihm. Achso, wie alt ist er? Der ist 47. Ja. Ja. Und deine Mama ist mit diesem Mann schon lange zusammen? Ja, das sind nur so, also was heißt nur, das sind jetzt so ungefähr 3 Jahre, 2005 ungefähr. Achso. Ja. So, jetzt hast du eine heimliche Affäre mit ihm? Ja. Deine Mutter weiß natürlich nichts? Sie weiß das nicht. Wer weiß das? Ja, die einzige Person, die das weiß, eigentlich meine beste Freundin, mit der ich darüber rede, so ein bisschen, die hat auch nicht so viel Kontakt mit meiner Familie. Mhm. Wie kam es dazu? Erzähl mal. Oh Gott, das war so an Neujahr dieses Jahres quasi, also direkt nach Silvesternacht ungefähr, wollte ich meine Mutter besuchen. Mhm. Also Neujahr 2008. Ja, dieses Jahr, genau. Ja. Du hast gerade schon gesagt, das ist ein Jahr, dass ihr ungefähr ein Jahr zusammen seid. Nee, das nicht. Ach so, nein, jetzt habe ich mich vertan. Tut mir leid, ich meine, Neujahr letzten Jahres war das. Okay. Mhm. Oh, ich komme da immer, tut mir leid, durcheinander. Mhm. Okay. Ja, wie war das? Ich wollte meine Mutter besuchen an dem Tag. Ja, und dann habe ich sie eigentlich auch erwartet, aber nur er war da. Sie war irgendwie unterwegs, bei einer Freundin oder so. Ja, dann ich habe mich eigentlich gut mit dem verstanden, so immer, recht gut. Du kanntest ihn ja schon eine ganze Weile? Genau. Ja. So, du kamst da hin, die Mama war nicht da und er war da. Neujahr, genau. Neujahr 2007. Sieben, genau. Mhm. Ja, da habe ich mich dann halt da hingesetzt, weil ich kannte ihn ja auch. Und, haben uns so einen Fernseher gesetzt. Oh Gott, es war schon so gegen Abend. Ja, dann fing das halt so an von wegen, oh Gott, näher rücken und so, und hat einen Arm um mich gelegt und ich habe mich eigentlich direkt wahnsinnig wohl gefühlt, komischerweise. Oh, und dann fing das an mit Angucken und ja, dann plötzlich auch mit Küssen. Also, haben wir angefangen zu küssen und so, und Gott, und dann haben wir halt das erste Mal miteinander geschlafen an dem Tag. Mhm. Ja. Stimmt das, was du mir erzählst? Ja. Ich habe den Eindruck, dass das nicht stimmt. Nee. Du sagst, was soll ich dazu sagen? Mhm. Ich rufe an, weil ich wollte vielleicht im Sinne von, dass ich einen Rat kriege oder so. Ja. Du lachst so viel. Du lachst so viel. Und du sagst immer zu, oh Gott. Ich bin total nervös. Mhm. Ich habe das nie gemacht. Mhm. Also ging das da 2007 am 1. Januar dann mehr oder weniger von ihm aus, aber du hast mitgemacht. Ja, so kann man das sagen. Es war schon, auf Gegenseitigkeit. Ja. Und wie oft triffst du ihn jetzt heimlich? Ja, das ist so ungefähr 2-3 Mal die Woche schon. Und wo trefft ihr euch? Ja, ich bin ja schon auch. Und das ist in meiner Wohnung. Während meine Mutter arbeitet, ist das immer, weil er ist ja arbeitslos. Ja.
Bist du in diesen Mann verliebt? Ja, das ist auch so eine Sache. Das kann ich nicht so genau sagen. Also, es sind schon Gefühle da. Also, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig verliebt, dass es richtig Liebe ist. Vielleicht ist es eher eine Schwärmerei, aber wir schlafen halt miteinander regelmäßig. Ich würde das ganz ehrlich fast eher als eine Sexbeziehung bezeichnen, als Affäre halt. Ich glaube, es ist von seiner Seite auch so. Das glaubst du auch, dass es von seiner Seite aus so ist? Ja, ich glaube kaum, dass er wirklich Liebe für mich. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deiner Mutter und ihm? Meine Mutter und ihm? Ja. Also da kriege ich nicht so viel mit. Ja, die sind halt schon 3 Jahre zusammen und eigentlich sehe ich die als Paar. Ein normales Paar. Na gut, davon gehe ich jetzt aus, dass das ein Paar ist. Aber ja, du kriegst doch mit, ob die nun harmonisch miteinander sind oder ob die eher distanziert, zerstritten oder... Oh nee, Streit gibt es bei denen gar nicht. Also sie weiß das ja auch nicht. Und überhaupt sind sie auch relativ glücklich, wenn das nicht wäre. So. Redest du denn so mit ihm über die Problematik? Ja, wir beide reden da eigentlich nicht immer drüber. Also, was heißt nicht immer? Noch nicht mal oft. Wenn, dann immer nur so, ach, was machen wir hier? Und das war es dann fast auch immer schon. Dann, ach, was haben wir wieder gemacht? Und wir müssen das irgendwie ändern, aber wir treffen uns immer wieder. Also, das ist so eine Sache. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, meine Mutter... Ich würde das noch nicht mal als freundschaftliche Beziehung bezeichnen, eher wir verstehen uns gut. So. Also es ist jetzt nicht die tiefe Mutter-Tochter-Beziehung. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe einen älteren Bruder. Ah ja. Der ist auch schon ausgezogen. Okay, ich deute jetzt mal dein anfängliches Lachen und das immer wieder oh Gott sagen als Unsicherheit und als Scham. Ja, das auf jeden Und ich glaube dir, was du sagst. Wenn du wiederum unterstreichst, dass das Ganze nur eine Sexaffäre ist, finde ich das umso schlimmer, was du da machst. Oh Gott, ich weiß. Wenn das ist eine große Liebe, wenn da also eine große Liebe entstanden wäre zwischen euch beiden, die vielleicht sogar noch größer wäre als die zwischen deiner Mutter und ihm, würde man sich ja anders noch angehen. Das ist grundsätzlich, finde ich, ein Drama, wenn man einem Elternteil den Partner ausspannt. Ja. Wenn es aber nur um Sex geht, du Himmel, such dir doch irgendwo einen anderen Typ, mit dem du einen guten Sex haben kannst. Ja, das stimmt. Müsste ich auch machen. Also stell dir bitte mal vor, dieses wird irgendwann publik. Wie stehst du vor deiner Mutter da? Das wäre ganz schrecklich. Das wäre ganz schrecklich. Darum habe ich auch ein bisschen Angst, das zu beenden. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie er reagiert. Naja, was soll er machen? Ja, die Angst ist bei mir eigentlich die größte, dass er das sagen würde. Aber warum soll er etwas sagen? Er hat doch genauso viel Dreck am Stecken wie du. Eben, das denke ich mir dann auch immer. Aber da ist dieser Zweifel, würde er das tun oder nicht? Denn das, was er tut, ist ja mindestens ebenso schlimm wie das, was du tust. Ich würde die Schuld noch mehr bei ihm gewichten als bei dir. Du bist erst 18 Jahre alt. Nun gut, du bist auch schon 18, aber du bist erst 18. Er ist ein erwachsener Mann von 47 Jahren und geht an die Tochter seiner Frau oder seiner Freundin ran. Das finde ich unter aller Sau. Aber ohne jegliche Diskussion darüber. Ja. Also ich finde, das ist bitter, dass das ein Jahr schon andauert. Ja. Sehr bitter, Marina. Du bist erwachsen genug, wenn du jetzt schon da reingeschlittert bist, Nein zu sagen und da wieder rauszugehen, indem du es einfach sagst, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ja. Es ist ein permanenter Gewissensdruck, unter dem du stehst. Ja, ich habe mir schon so oft versucht, regelrecht auf Deutsch gesagt, in den Arsch zu treten und das zu machen, aber das ist so schwer, ich weiß es nicht. Ich finde das nicht schwer. Quatsch. Immer wieder, nein, das ist nicht schwer. Ich sage es nochmal, wenn du in den Mann sehr verliebt wärst, dann wäre das sicher sehr schwer. Aber da es nur um Sex geht, gut, Sex ist eine große Macht, aber das kann man auch kanalisieren, das kannst du aber anders hinleiten, dass du deinen guten Sex bei jemand anderem findest. Ja, das stimmt wohl auch.
Marina, das liegt in deiner Hand. Dieses kannst du ganz schnell lösen, nämlich indem du das aufhörst. Ja. Und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken darüber, was da in der Beziehung zwischen deiner Mutter und ihm los ist. Offensichtlich knackt das da ja auch an allen Enden, dass er so etwas tut. Ja, das stimmt. Was wäre, wenn du deiner Mutter das sagen würdest? Oh Gott, wenn ich das meiner Mutter sagen würde, das könnte ich sowieso nie. Ich glaube, ich das niemals über die Lippen bringen können. Höchstens würde ich das hinter ihrem Rücken, ja, dann mit ihm halt beenden. Das würde ich natürlich noch hinkriegen. Muss ich auch hinkriegen eigentlich. Ja, ich würde auch gerne deiner Mutter diesen Schmerz ersparen. Ja. Wahrscheinlich ist es auch die richtigste Lösung, dass du so schnell wie möglich ab morgen sagst, vorbei. Und hoffst, dass sie das nie erfährt. Und wir hoffen, dass er nicht in anderer Weise deine Mutter betrügt. Wer es einmal macht, macht es auch zweimal. Gehe ich mal von aus. Aber das ist dann ein anderes Thema. Ja. Also, ich habe dir gesagt, was ich denke, Marina. Okay, ja. Wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, kostenfreie Nummer. Oder mailt ganz einfach domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Wahrscheinlich wird sich der ein oder andere aufmerksame Zuhörer unserer Sendung schon wundern, dass ich das immer und immer wieder sage. Ich muss es leider immer und immer wieder sagen, weil die Leute es vergessen. Sie vergessen einfach, sie schreiben uns eine tolle Mail und vergessen, die Telefonnummer reinzuschreiben. Und dann ist es sehr, sehr nervig für meine Mitarbeiter, unter Zeitdruck dann nochmal zurück zu mailen und schick uns doch bitte die Telefonnummer und dann wird die Mail nicht gleich gelesen und so weiter und so weiter. Also bitte unbedingt die Telefonnummer reinschreiben. Hier ist Sandra. Sandra ist 28. Hallo Sandra. Ja, hallo. Hallo Sandra. Um was geht's bei dir? Zwar geht es um das gestrige Thema Tyrannen. Ja. Und zwar geht es da um meinen Freund. Um deinen Freund, mit dem du wie lange schon zusammen bist? Seit 5 Jahren. 5 Jahre schon. Und wir haben auch eine Tochter miteinander. Wie alt ist die Tochter? Die ist jetzt 5. Ah ja. Und du sagst, dieser Freund, dein Freund ist ein Tyrann. Ja. Ein herrschsüchtiger, ichbezogener Mann. Ganz genau. Erzähl ein wenig über ihn. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Ja, macht nichts, das ist völlig normal. Erzähl mal ein bisschen über ihn. Also und zwar, er ist zurzeit in Frankreich, er arbeitet dort bei Airbus. Und wir sehen uns halt nur über Webkamera und sehen uns halt höchstens 2-3 Mal im Jahr, wenn er halt Urlaub hat. Ach so, selten? Ja. Zwei, drei Mal im Jahr seht ihr euch nur? Ja, also er ist jetzt seit 2 Jahren dort. Und seitdem er halt da ist, weil es ging halt nicht anders wegen der Arbeit und ich kann ja nicht alleine arbeiten gehen und für 2 bzw. 3 Leute sorgen, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Und egal was ist, also wenn ich jetzt Besuch habe von einer Freundin und die mit ihren Kindern hier ist oder so, ich muss halt immer diese Webkamera anhaben. Also das müssen wir mal erklären. Webkamera sind so kleine Kamerageräte, die man an den Computer anschließt. Ja, ganz genau. Und wenn man die angeschlossen hat und so ein bestimmtes Programm installiert hat, kann man über diese Kamera mit jemandem telefonieren, sprechen und man sieht die Person dann auch in so einem kleinen Fensterchen im PC. Ja, ganz genau. Also es ist wie so ein kleines Fernsehbild, ist das? Ja, so ungefähr. Also ja. So ist das. Wie? Dann muss diese Kamera an sein, wenn du Besuch bekommst? Selbst die Kamera muss sogar an sein, wenn ich nicht zu Hause bin. Das heißt, wo steht diese Kamera bei dir in der Wohnung? Also sie steht bei mir oben auf meinem Monitor. Weil ich habe noch so ein riesiges Ding. Ja, wo in welchem Zimmer? Bei mir im Wohnzimmer, weil ich habe nur eine 2-Zimmer-Wohnung, also wir haben auch keine eigene Wohnung. Ja. Ich wohne also alleine mit meiner Tochter. Ja. Und ich schlafe auch im Wohnzimmer und die steht halt im Wohnzimmer und ist jetzt auch an. Ist diese Kamera 24 Stunden eingeschaltet? Ja. Das ist eine Dauerleitung. Ja, und jetzt habe ich sie halt weggedreht, weil... Du jetzt telefonierst. Ganz genau. Und wenn er das jetzt sehen würde, würde er jetzt sofort versuchen anzurufen, SMS zu schreiben, etc. pp. Aber ist er nicht irritiert, wenn du sie wegdrehst? Ja, ich habe jetzt gesagt, ich möchte schlafen und ich möchte auch mal meine Ruhe, weil es stört mich einfach. Und wenn er dann halt hier ist, ist das halt auch so, wenn mich irgendwer anruft oder so. Und er ist eine männliche Person, weil ich habe auch viele männliche Freunde, weil ich damals als DJ aufgelegt habe und
wenn die mich halt mal anrufen und mich mal fragen, ja, möchtest du nicht nochmal auflegen kommen, dann ist er sofort eifersüchtig und er verprügelt mich dann auch. Er verprügelt dich auch? Ja. Er hat dich schon auch verprügelt? Ja, auch von meiner Tochter. Und das geht von Anfang an so? Ja, es fing an, wo ich halt schwanger geworden bin. Mhm. Wie lange ist er jetzt weg in Frankreich? Er ist jetzt seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Und die ersten drei Jahre, als ihr dann zusammengelebt habt, die Tochter war ja auch schon da, die ist ja fünf Jahre, sagst du. War das gleich, also nach der Geburt ging es dann los? Ja, ganz genau. Dass er sehr bestimmend war, dass er dich geschlagen hat? Ja, und ich durfte, also wenn ich rausgegangen bin, dann durfte ich auch nicht alleine gehen, wenn dann nur mit ihm. Und das ist ja jetzt genauso, also wenn ich jetzt irgendwie weggehe oder mich mit einer Freundin treffe oder so, dann heißt es sofort, ich treffe mich mit einem anderen Mann, weil er vertraut mir einfach nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht warum und wieso, aber er vertraut mir einfach nicht. Weißt du, mit dieser Kamera ist mir so ein bisschen komisch. Die Kamera steht da in deinem Wohnzimmer, wo dein PC steht. Ja. So, aber die Kamera kann ja nicht sehen, was du in deinem Schlafzimmer machst. Ich habe ja kein Schlafzimmer, ich schlafe ja im Wohnzimmer. Ach so, das ist eine Einraumwohnung. Nee, ich habe zwei Zimmer, also Kinderzimmer. Ach so. Das ist dein Hauptwohnbereich und das hat er quasi immer im Blick. Ja. Zeichnet er sich das auf? Er ist ja berufstätig, er kann ja nicht ständig vor der Kamera sitzen, also vor seinem PC wiederum. Also er ist zurzeit, geht er halt arbeiten da und er kommt halt um 2 Uhr wieder und ich gehe ja auch arbeiten und sobald ich zu Hause bin, klingelt mein Telefon. Da klingelt schon vorher auch mein Handy und alles, sobald er halt um 2 Uhr zu Hause ist, versucht er halt, mich anzurufen. Mhm. Aber nochmal die Frage, zeichnet er die... Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Das weiß ich. Könnte er ja auch aufzeichnen und sich dann im Schnelldurchlauf angucken. Das heißt, du bist permanent beobachtet in deinem Zimmer. Ja. Das ist ja wie bei Lidl. Ja, so ungefähr. Das ist ja unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Du hast keine Privatsphäre in deinem Raum. Nee, habe ich nicht. Da ist immer diese... Toilette hier so gesehen. Bitte? Nur wenn ich zur Toilette gehe, so gesehen. Ja, aber da ist immer diese Kamera, diese kleine Kamera. Und wenn du dich im Raum bewegst, weißt du nie, guckt er jetzt oder guckt er nicht? Ja. Und das geht seit zwei Jahren so? Mhm. Also seitdem er in Frankreich ist. Und das ist ja unfassbar. Ich weiß auch so langsam nicht mehr, was ich machen soll. Und ich bin froh, dass ich jetzt mal jemanden habe, mit dem ich drüber reden kann, weil ich will natürlich auch nicht meinen Freundinnen erzählen, und weil da denken die auch, ich bin bescheuert oder sowas. Also aber kommen denn manchmal Freundinnen zu Besuch? Ja, und jetzt war letztens eine Freundin von mir zu Besuch gewesen. Und das ist halt von meiner Tochter der Freund, der Sohn. Die sind total verliebt und dann hat sie halt irgendwie was bei eBay ersteigert. Und das hat er halt auch gesehen und dann fing direkt an, ich habe mich auf irgendeiner Internetseite bei irgendeinem Chat angeblich angemeldet und sowas habe ich eigentlich gar nicht nötig, also sowas brauche ich nicht. Mhm. Nur weil halt meine Freundin am PC gesessen hat und da halt was ersteigert hat. Ich verstehe, aber wenn du Besuch bekommst, sehen die Leute nicht, dass diese Kamera an ist? Doch, die sehen das und meine Freundin sagt auch, ich bin bescheuert, Achso, die Freundin kapiert das, was da los ist. Ja, sie weiß auch. Also ich rede mit ihr auch so ein bisschen darüber, bloß sie weiß halt nicht alles. Also sie weiß halt auch nicht, dass er mich schlägt. Und wenn der zu Besuch kommt im Jahr, zweimal, sagst du, wenn er Urlaub hat, das sind wie viele Wochen insgesamt verbringt ihr zusammen? Drei Wochen. Mhm. Und Weihnachten wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ja. Dann ist das alles andere als liebevoll? Ja, also nee, da ist eigentlich ganz anders. Also dann... So die ersten zwei Tage ist er halt immer ziemlich extrem zu mir. Was heißt das? Ja, dass er mich halt schlägt und halt behauptet, ich hätte irgendwelche anderen Männer gehabt. Und danach so, wenn ich ihm dann halt sage, ich habe keine anderen Männer hier gehabt, ich so, du kontrollierst mich 24 Stunden am Tag. Mhm. Ich so, dann hättest du das wohl mitbekommen. Und ich habe auch einen guten Kontakt zu meiner Oma, da bin ich halt auch oft. Und da ruft er halt auch an und sie versichert ihm das ja auch. Und nach den zwei Tagen, dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, auf gut Deutsch gesagt. Ach so, und dann ist er freundlich zu dir. Dann ist er lieb und nett zu mir und tut auch alles für mich. Und sogar zärtlich. Ja. Und ihr schlaft dann auch miteinander. Ja. Und da hat man ja auch so letztens ein kleines Problem mit gehabt. Weil ich halt dachte, dass ich schwanger bin, habe ich ihm halt auch erzählt und... Der hat sich auch total gefreut wegen dem zweiten Kind und so. Ja, und das war natürlich alles dann hinterher negativ gewesen. Also es war halt nicht so gewesen, dass ich schwanger bin. Und Schläfst du denn überhaupt mit diesem Mann noch gerne? Wenn ich ehrlich bin, nein. Auch nicht, wenn er dann wieder auf Friede, Freude, Eierkuchen macht? Nein. Nein. Was ist dein Gefühl für diesen Mann? Also für
mich ist das so, ich bin mit ihm zusammen, weil ich ein Kind mit ihm habe. Mhm. Weil ich meiner Tochter nicht den Vater wegnehmen möchte. Mhm. Aber du lässt es zu, dass ein anderer Mensch, dieser Mann, dich kaputt macht. Und zwar die Mutter deines Kindes kaputt macht. Sandra, ich finde das absolut pervers, in welcher Situation du da lebst. Absolut pervers. Ich finde das ganz schlimm. Dass ein Mensch, ich meine, es gibt ja, wir haben ja die schlimmsten Sachen schon gehört, auch hier in dieser Sendung. Dass ein Mensch sogar aus der Ferne jemanden so versklavt und beobachtet, ist so, so übel, dass es nur eine einzige Reaktion darauf gibt. Schmeiß die Kamera aus dem Fenster raus. Schmeiß die Kamera sofort aus dem Fenster raus. Was macht der denn mit dir? Der hat doch überhaupt keinen Respekt vor dir. Entschuldigung. Der behandelt dich wie ein Stück Vieh. Er sagt ja auch immer, wenn ich dann, ich habe ja auch schon versucht, mal mit ihm Schluss zu machen und alles. Und dann sagt er halt auch, ja, wenn ich Schluss mache, dann bringe ich mich um. Ach, weißt du, da kriege ich schon so einen Hals, wenn ich das höre. Dann kriege ich wirklich so einen Hals. Das ist dann das ist die Krönung auf alles Übel, was die Menschen mit anderen Menschen machen. Die Androhung, ich bringe mich um, der wird sich schon nicht umbringen. Aber der macht dich kaputt, systematisch. Glaubst du, irgendwann wird sich das nochmal regulieren? Glaubst du? Weil ich habe ja auch letztes Jahr schon einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und du hast eine Tochter. Und du hast mir gerade gesagt, dass du mit dem zusammen bist wegen deiner Tochter. Mhm. Verdammt nochmal, dann denke an deine Tochter. Die Tochter braucht eine gesunde, im Leben stehende Mutter. Das ist das Allerbeste für deine kleine Tochter. Das bist du aber nicht. Wenn du schon einen Nervenzusammenbruch hattest, und das ist ja auch völlig klar, was da alles noch raus folgen kann. Wenn du es schon für dich alleine nicht schaffst, dann tu es für dein Kind, dass du aus diesem Gefängnis rauskommst. Mhm. Weißt du, das ist eigentlich eine Geschichte für ein Krimi oder für einen Thriller, was du da erzählst. Ja, aber es ist die Wahrheit. Ja, ich glaube es dir. Ich glaube es also, dir wirklich. Das ist wirklich die Wahrheit. Ja, ja, ja. Es gibt, ich meine, aufgrund der aktuellen Ereignisse, die ja nun ständig durch die Medien gehen, gibt es ja wirklich keine Schrecklichkeit, die es nicht gibt, was wir ständig erfahren und hören. Und es sagt ja auch schon meine Familie, der macht dich kaputt. Und die Familie kriegt das ja auch mit, die Oma zum Beispiel, wenn er da ständig anruft, ob du da nur auch zu Gast bist. Ne? Und sie sagt ja auch, der hat einen Schatten, der ist krank im Kopf. Mhm. Also Wie alt ist er eigentlich? Er ist auch so alt wie ich, 28. Oh, 28. Mhm. Mhm. Sandra, wenn du das nicht schaffst, alleine diesen Schritt zu machen, hast du Angst auch vor ihm, dass er dir irgendwas antun könnte? Ja. Ja, ist er so ein Typ? Auch eher so? Ja, also er hat auch schon, wir hatten ja schon einmal Schluss und dann hat er halt auch versucht, hier einzubrechen. Da war ich ein Wochenende bei meiner Freundin und es hat auch hier bei mir in der Wohnung eingebrochen, um zu gucken, ob ich dann wirklich nicht hier bin. Mhm. So, wenn du Angst hast, dann würde ich dich jetzt gleich gerne mit meiner Psychologin verbinden, die dir entsprechende Anlaufstellen und Telefonnummern gibt, wohin du dich wenden kannst und mit denen du auch vorab sprechen solltest, wenn du diesen Schritt unternimmst, damit du geschützt bist, dass dein Kind geschützt ist. Ja. Ich kann dir nur sagen, geh raus, so überhaupt so schnell du irgendwie kannst. Mhm. Irgendwann, wenn du es noch weiter hinauszögerst, wird dein Kind dich fragen, Mama, warum hast du das damals so lange ertragen? Warum? Das stimmt. Ja, das wird so kommen. Und ich will ja eigentlich nur das Beste für meine Tochter. So. Hast du einen Beruf gelernt? Ja. Das heißt, du könntest auch wieder irgendwann in den Beruf zurück? Ja, ich arbeite ja auch noch heute in dem Beruf. Achso, du bist heute in, das hatte ich gerade nicht richtig verstanden, du bist heute in dem Beruf drin. Mhm. Mhm. Was machst du? Ich bin Werbetechnikerin. Ja. Sandra, das machen wir jetzt so. Ich möchte dich bitten aufzulegen und meine Psychologin, die Anja, ruft dich gleich zurück. Mhm. Die hat unser Gespräch jetzt auch mitgehört. Ja.
und ihr könnt direkt anknüpfen an unser Gespräch. Okay. Ich wünsche dir viel Kraft und viel Erfolg und viel Entschiedenheit, dass du das schaffst. Ja, danke, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne und von Herzen alles Gute. Ja, danke schön. Sandra, bis dann. Bis tschüss. Dann. Tschüss. So, ihr Lieben, 1:27:36. Und jetzt sage ich euch unser Thema morgen. Morgen haben wir wieder Themennacht. Und morgen heißt unser Thema vor meinen Augen passiert. Ich möchte euch fragen, was ist vor euren Augen schon Besonderes oder Schlimmes geschehen? Das könnte zum Beispiel ein Unfall sein, ein Verbrechen, ein Unglück oder sonst irgendetwas Schockierendes. Vielleicht auch etwas sehr ungewöhnlich Schräges, was ihr so noch nie gesehen habt. Also das Thema heißt, vor meinen Augen passiert. Und wenn ihr gerne morgen mit mir sprechen wollt, bitte ab 0 Uhr schon mal anrufen. Gerne natürlich auch während der Sendung, aber ab 0 Uhr, wisst ihr ja, sind die Leitungen geschaltet. 0800 220 50 50. Heute freie Themennacht, offene Runde. Und ich freue mich jetzt auf Stefan. Stefan ist 22. Guten Morgen. Hallo, Domian? Ja, Stefan, ich grüße dich. Guten Morgen. Hallo, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts, das geht gleich weg. Um was geht's denn bei dir? Mein Thema ist Stalking. Stalking? Mhm. Wirst du, also Belästigung anderer Menschen, wirst du belästigt? Nee, ich hab gestalkt, ich hab belästigt. Ach, du bist ein Stalker? Ich bin ein Stalker, ja. Immer noch oder liegt das schon in der Vergangenheit? Eigentlich immer noch, aber also ich sag mal, in der Vergangenheit war es wesentlich schlimmer. Ich versuche es momentan ja, zu unterdrücken, aber... Wie lange geht die ganze Geschichte schon? Das ist, hat vor einem Jahr ungefähr angefangen. Da war es noch eine gute Freundin von mir. Ja. Und ich habe mich dann leicht in sie ja, verknallt. Mhm. Habe ihr mehrere SMS geschrieben, aber erst so von wegen, was machst du heute Abend und hast heute Abend Zeit, also eher harmlos. Also gute Freunde, das heißt, ihr hattet vorher guten Kontakt miteinander. Ja. Und als du dich verknallt hast, hast du ihr das mal einmal dann am Anfang direkt in die Augen gesagt? Nee. Nee? Nee. Ich habe SMS geschickt. Ja, und das waren dann halt immer mehr und irgendwann waren es 15 SMS oder so am Tag. Wie war denn ihre Reaktion? Ja, dann kam irgendwann von ihr eine E-Mail, weil sie hat ja auf keine SMS reagiert. Hm. Dann habe ich von ihr eine E-Mail gekriegt, ob ich denn irgendwas merken würde, weil sie mir auf keine SMS antwortet. Hm. Und wer die Mail hat mich irgendwie schon also so ein gekränktes Gefühl ausgelöst. Also es hat sich für mich angehört wie, Junge, du interessierst dich in Scheißdreck. Hat sie denn eine klare Aussage in die Mail reingeschrieben? Ja, also ich soll das halt lassen mit den SMS. Ach so, ja, das ist ja schon eindeutig, ne? Ja, dann wurde es halt eigentlich immer nur noch schlimmer. Stopp mal eben, ich wundere mich, wie lange wart ihr vorher befreundet? Ich würde mal das ein Jahr ungefähr. Ach so. Normalerweise ruft man da doch mal an. Also entweder du oder sie hätte anrufen können. Stefan, was ist los? Ja, also es war, ich sag mal so, also wir waren, hatten guten Kontakt, aber wir waren nicht irgendwie die dicksten Freunde. Oder, also es war halt, wir haben halt zusammen miteinander zu tun gehabt in einem Bekanntenkreis. Ja, und verstehe. Also so die ganz allerengste Busenfreundschaft war das nicht? Sondern nee, das nicht. Aber es war halt eine gute Freundschaft. Ja. Und es war auf einem besseren Weg, aber das okay, so, jetzt hat sie dir quasi eindeutig zurückreagiert, lass mich in Ruhe, ich bin in dich nicht verliebt und ich will auch nicht diese SMS weiterlesen. Genau. Was ich halt noch nicht gesagt habe, dass ich in sie verliebt bin, ich habe nur, wie gesagt... Was stand denn in der SMS drin? In meinen? Ja. Ja, einfach nur, was machst du heute Abend und, oder wie geht's dir und schöner Tag heute und... Ach so. Wirklich teilweise so richtig bescheuert ist. Okay. Und, aber allein das wollte sie schon nicht hören. Ja, die war irgendwann natürlich genervt, wenn sie da 10, 20 SMS am Tag. Mhm. So. Und, so, was hast du dann im Laufe des letzten Jahres alles so getan, dass ja, du sagst, ich bin ein Stalker? Eigentlich wurde das Ganze immer nur noch schlimmer. Ich habe es dann halt irgendwann beobachtet und verfolgt, bin hinter ihr her, habe sie halt ausspioniert, habe ihre Sachen heimlich durchsucht, habe... Stopp, wie bist du in ihre Wohnung eingedrungen? Nee, das nicht, aber ich habe halt ihre Tasche mal durchsucht. Und, wie bist du an die Tasche gekommen? Ja, ich war halt mit ihr bei einem Bekannten und
die sind dann in der Küche gewesen und ich habe dann halt an dem Handy umgeguckt und... Achso, du warst dann doch wieder mit ihr zusammen irgendwo? Ja, also das war so eine Party, so eine von einem Bekannten eine Party. Ja. Und da hat sie aber schon, sag ich mal, mich gemieden. Achso, verstehe. Verstehe. Aber... Okay, da hast du die Tasche durchsucht. Du hast sie verfolgt, hast sie beobachtet. Hat sie das mitbekommen, dass du das gemacht hast? Ja, und zwar... ich bin hinterher zu ihr nach Hause und sie hat da nach rechts geguckt. Irgendwie hat sie da, ich habe das Gefühl, sie hat damit gerechnet, dass ich sie verfolge. Hm. Sie hat dann so nach in die Richtung geguckt, wo ich lang bin und da haben wir uns direkt angeguckt, direkt in die Augen geguckt und sie ist einfach weitergegangen. Hm. Und da habe ich gemerkt, dass sie da also relativ schnell zu ihrer Haustür ist. Hm. Was hast du noch gemacht? Ja, ich bin dann irgendwann habe ich mit, da war sie auf so einer Party und das habe ich natürlich rausbekommen, weil ich sie wieder terrorisiert habe mit Anrufen. Ach, du hast sie auch noch angerufen? Ja, die ganze Zeit, auch zigmal am Tag. Und was hast du gesagt, wenn du angerufen hast? Die ist ja nichts angegangen. Ach so. Und wenn sie rangegangen ist, dann habe ich einfach nur, hallo, wie geht's? Und hat sie eigentlich schon aufgelegt. Was war jetzt in diesem Jahr der Höhepunkt? Eigentlich das Schlimmste, das Übelste, was du gemacht hast? Und zwar, das war halt, es fing dann, als sie auf der Party nach Hause ging, war ich irgendwie nachts um eins vor ihrer Tür. Und dann hat sie gesagt, ich soll sie in Ruhe lassen. Und dann ist sie rein und ich habe meinen Fuß zwischen die Tür im Prinzip gemacht. Und dass sie die Tür nicht mehr zumachen konnte. Und hat sie gesagt, ich sei krank und hat angefangen zu heulen. Und ich glaube, sie hatte auch Angst in dem Moment. Mhm. Und dann? Und dann habe ich die Tür aufgemacht, habe sie geschubst. Und saß sie da im Prinzip. Und dann bin ich halt gegangen. Und ist dann in die Wohnung. Also ich habe irgendwie in dem Moment, weiß nicht, da kam irgendwie so ein Gefühl, jetzt war so irgendwie so ein Gefühl, ich habe das, was ich wollte. Sie saß da auf der Treppe und irgendwie wollte ich einfach nur sehen, ich wollte sehen, dass es ihr schlecht geht. So. Und du sagst, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt in den letzten Tagen und Wochen? Ja, also... Was heißt das? Notgedrungen, also weil, das heißt halt, also nach dieser Sache, wo ich gegangen bin, habe ich halt irgendwie so einen kleinen Moment gehabt, jetzt reicht's, aber... Wie oft hast du sie, in den letzten zwei Wochen angerufen? In den letzten zwei Wochen sehr wenig, vielleicht 3-4 Mal nur. Ja, 3-4 Mal. So, Stefan, jetzt müssen wir mal Tacheles reden, wir beiden. Bist du bescheuert? Bist du absolut bescheuert? Sei froh, dass du noch keine Anzeige am Hals hast. Verdient hättest du es. Ja, das sagt auch ein Freund von mir. Verdient hättest du es, wirklich. Da gibt es keine Entschuldigung, gar nichts. Das ist ein absolut beklopptes Verhalten, was du da an den Tag legst. Du schadest diesem Mädchen ungeheuer. Du machst dir unglaubliche Angst. Das ist ganz schlimm, so etwas. Du schadest dir, wenn du eine Anzeige an den Hals bekommst und du weißt, dass das strafrechtlich belangt wird mittlerweile, Stalking. Kannst du dir dein Leben schon ganz schön versauen, wenn du da in die Mühlen der Justiz reinkommst? Und allein für dich auch, wie stehst du denn für dich so da? Du bist ein armes, kleines Würstchen. Genau, das ist aber auch das, was halt, ich weiß nicht, damals hatte ich mir gesagt, okay, du bist viel zu weit gegangen, du musst jetzt aufhören. Mhm. Aber dann gab es ja so Momente, wo ich so Kleinigkeiten, wo sie mir halt irgendwie deutlich klar macht, ich will mit dir nichts zu tun haben, wo ich dann denke, dass nach dem Motto, das entscheidest nicht du. Ja, ich weiß. Das ist so eine kleine. Dann habe ich halt wieder angerufen, gesagt, hier, pass auf, heute Abend bin ich. Das ist du hast so ein bisschen Spaß daran, deiner Macht, die du da ausübst. Ich habe nicht Spaß daran. Ja, warum machst du es denn dann? Aber das mit Macht, also das passt schon irgendwie. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, dass sie mich dass sie keinen Respekt vor mir hat, dass sie mich als wie du gesagt hast, gerade kleinen Wurm sieht und das ist im Prinzip das, was Stefan, durch jede weitere Aktion von dir
wirst du noch kleiner. Vor dir selbst auch. Das, was du da machst, ist ganz mies. Das würdest du, stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen. Stell es dir bitte nur mal kurz vor. Wie würdest du über diesen Menschen denken und urteilen? Mehr brauche ich gar nicht zu sagen. Ja, das stimmt schon. Aber es ist halt auch diese Momente, wo sie dann halt, wo ich in den Augen diese Angst sehe. Ja. Aber das ist doch alles schlimm. Denn das ist ja auch irgendwie eine Form von Respekt oder. Ja. Nein, das ist kein Respekt, das ist einfach Angst. Und das ist ganz schlimm, was du mir da erzählst, Stefan. Du musst dich wirklich in einer so radikalen Weise jetzt am Riemen reißen, dass du das sofort unterlässt. Sofort. Es ist halt diese Momente, wenn sie Angst hat, dann stehe ich halt über ihr. So ein Gefühl, dass ich über ihr stehe. Ja, das sagt jeder Verbrecher. Das sagt jeder Verbrecher, der irgendjemandem etwas antut. Das kannst du mir jetzt so erklären, aber das entschuldigt doch gar nichts. Das ist doch schlimm, dass es so ist. Dass du auf so etwas angewiesen bist überhaupt. Dass du einem Menschen so Schaden zufügst. Und das tust du diesem Mädchen. Seit einem Jahr schon. Ich möchte nicht wissen, was die mir erzählen würde, wenn sie gerade hier mit mir telefonieren würde. Was die für einen Horror durchmacht. Und schade, 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 dass sie dich noch nicht angezeigt hat. Das sagt auch ein. Dann ist die Sache schnell erledigt. Wenn du erstmal eine Anzeige am Hals hast und ein Gerichtsverfahren, dann hörst du schon auf mit dem ganzen Scheiß. Was machst du denn so überhaupt in deinem Leben? Du bist 22? Ja. Also vom Beruf? Ein Freund von mir sagt auch, dass er hätte mich schon längst angezeigt und ja. Mittlerweile will er auch nichts mehr mit mir zu tun haben, deswegen. Ja, toll. Siehst du, verlierst du. Ich bin auch mit ihr befreundet. Ja, und das ist halt das. Ich gebe halt ihr dann wieder die Schuld daran, dass es auch mit ihm jetzt so auseinandergeht. Ja, hör auf, Stefan. Stefan, wollen wir nicht auf die Jammerschiene jetzt kommen? Wir müssen eigentlich gar nicht mehr diskutieren über die ganze Sache. Du musst nur handeln. Aber ich hatte dich was gefragt. Was machst du vom Beruf? Ich habe einen ganz normalen Beruf. Ich habe jetzt eine Ausbildung abgeschlossen und. Also du hast einen Job. Ja. Und was machst du? Wollte ich nicht sagen. Mhm. Also du gehst schon jeden Tag arbeiten. Ja. Mhm. Noch. Und noch. Was heißt noch? Naja, sie ist im gleichen Firma wie ich und sie ist in der gleichen Firma wie du und? Naja, ich sag mal, ich hab schon so ein bisschen die Angst, dass sie da irgendwie sich wohin geht und sich beschwert und dann. Und dass du rausfliegst. Ja. Kann alles drohen. Kann alles drohen. Und viele würden sagen, zu Recht. Und ich würde es auch sagen. Jetzt kannst du noch stoppen, Stefan. Du kannst sofort aufhören. Sofort. Ich weiß halt auch. Ja, wieso reagierst du denn jetzt nicht, verdammt nochmal? Warum sagst du nicht, ja, ich höre es auf? Okay, dann höre ich auf, aber die Sache ist halt die, ich weiß, in den Momenten, wo ich mit ihr zu tun habe, weil manchmal lässt es sich nicht vermeiden, da weiß ich einfach nicht, wie ich mit ihr umgehen soll. Wenn ich gar nichts. Guten Tag und tschüss und das war's. Die will mit dir nichts zu tun haben. Wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt, dann geh zur Polizei und erstatte Selbstanzeige. Was meinst du, wie schnell du auf die Spur kommst? Die Selbstanzeige? Wegen Belästigung und wegen Stalking. Du kannst auch anzeigen. Ja, wenn das wäre eine ganz saubere Vorgehensweise. Da würde es ja zumindest ein gewisses Rückgrat zeigen. Wenn du das gleich noch kombinierst mit einer psychologischen Beratung, dass du sagst, ich schaff's nicht alleine und bin aber bereit, mich beraten zu lassen, wäre das eine gute Aktion von dir. Du musst was unternehmen, Mensch. Nimm dein Schicksal jetzt in die Hand. Im Moment bist du in einem Strudel, der dich wer weiß wohin. Du kannst aus deiner Firma rausfliegen, du wirst straffällig, weiß ich was alles. Nimm es in die Hand, nimm es selbst in die Hand. Wie du es beispielsweise auch, wenn, ich weiß ja nicht, welche psychischen Probleme du sonst noch so hast, dass du so bist, wie du bist. Wenn du das nicht alleine schaffst, gebe ich dir gern auch noch eine Hilfestellung von unserer Seite mit an die Hand. Dass du dir irgendwo Hilfe holst, eine Beratung. Aber das meiste musst du selbst tun.
Also ich will ja auch. Das ist doch ein Wort. Ich will das ja nicht machen. So, das ist doch ein Wort. Das mache ich ja nur in Momenten, da. Ich sage ja selber, wenn ich von jemandem höre, der das macht, denke ich, der hat sie nicht mehr alle. Mhm. Habe ich auch gesagt, aber das sind dann in den Momenten, da weiß ich nicht, da ist die Kontrolle weg. Mhm. So. Und um dieses Problem vielleicht auch noch ein bisschen näher anzugehen, kriegst du jetzt von mir noch, also von meiner Psychologin noch eine handfeste Beratung an die Hand. Dass du sagst, wenn ich das nicht alleine schaffe, dann gehe ich jetzt hin und hole mir irgendwo Hilfe, dass ich lerne, mich in den Griff zu kriegen. Okay? Können wir uns darauf einigen? Erstmal? Okay. Das heißt, du wirst jetzt zurückgerufen von meiner Psychologin. Mhm. Und du gehst auch ans Telefon. Ja. So. Und dann wird die dir die entsprechenden Sachen an die Hand geben. Und dann appelliere ich nochmal sehr, sehr, sehr an dich, Stefan, dass du all das jetzt so in die Wege leitest und es unterlässt. Für dich, für das Mädchen, für deren Leben, für dein Leben. Ja? Okay. So, jetzt legst du auf und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Okay, alles klar, danke. Okay, ich wünsche alles Gute, Stefan. Danke. Tschüss. Tschüss. Olga ist hier. Olga ist 26, guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen, Julian. Hallo Olga. Hi. Um was geht's bei dir? Ich habe eigentlich ein ganz relativ angenehmes Thema. Mhm. Und zwar bin ich jetzt vor knapp 2 Stunden erst nach Hause gekommen. Ich habe meiner Nichte heute zur Welt geholfen. Du hast deiner Nichte zur Welt geholfen. Das heißt, genau. Du kommst gerade von einer Entbindung. Ganz genau. Also im Krankenhaus oder eine Hausgeburt? Nee, es war im Krankenhaus schon. Krankenhaus. Es ist einfach nur das kleine Problem. Wir kommen hier aus so einem kleinen Dörfchen. Das Krankenhaus ist nicht großartig groß. Es ist auch keine Kinderabteilung mit dabei. Mhm. Und es kam nun mal so, dass 3 Frauen gleichzeitig dort am Gebären waren. Ach du lieber Gott. Und? In einem Raum? Nein, das waren 3 verschiedene Kreissäle, aber die lagen halt eben nebeneinander. Ja. Aha. Und das Problem war halt eben, da war nur eine Hebamme da. Ach du liebe Zeit. Genau. Und da bist du eingesprungen als Hilfshebamme. Genau. Konntest du sowas? Ich war schon vorher bei der Geburt von meiner anderen Nichte dabei. Also, ach so. Ich habe das zum zweiten Mal quasi gemacht, aber das erste Mal habe ich eher mehr geguckt, halt eben als so also verschrocken geguckt, als mitgeholfen. Also, ich muss sagen, Nichte, das ist das Kind deiner Schwester. Genau. Genau. Meine Schwester Elena, sie hat heute halt eben ihr zweites Kind entbunden. Weil denn der Erzeuger des Kindes auch dabei? Nein, der konnte leider nicht. Der konnte nicht. Der Roman, der ist LKW-Fernfahrer. Ah. Eben, und der ist jetzt immer noch unterwegs. Ich hoffe mal, der hört schon fleißig mit. Grüßen wir ihn mal. Ich hoffe, dass er im Sendegebiet irgendwo unterwegs ist. Ja, das hoffe ich auch. Roman, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt zum zweiten Mal Vater. Also Roman weiß schon Bescheid, ne? Olga ruft an und es geht um Roman und dann weiß Roman auch, dass er gemeint ist. Genau. Ja. Eben. Und war das alles unproblematisch oder gab es Probleme? Eigentlich so relativ unproblematisch. Es war halt eben schockierend, sage ich mal so. Einerseits schockierend, andererseits ist man sehr beeindruckt von der ganzen Sache. Ja, also ich frage jetzt wirklich ganz, ganz unbefangen, weil ich noch nie bei einer Geburt dabei war und es wirklich nie weiß, wie das da so abgeht. Du sagst schockierend, warum schockierend? Ja, weil man stellt sich schon einiges vor, so halt eben, wie das ablaufen wird. Man bereitet sich ja auch irgendwie so nach einer Zeit halt eben drauf vor. Mhm. Aber wenn man live dabei gewesen ist, überstreitet es einfach die komplette Vorstellungskraft von jedem Menschen, glaube ich. Versuch's mir zu erklären. Was ist das so Gravierende? Das Gravierende ist einfach nur, dass man, ich bin schockiert davon, dass ein Mensch doch wirklich so viel Schmerz aushalten kann. Also deine Schwester hat sehr gelitten? Und hat die auch geschrien? Ja. Ganz schlimm. Und wie? Ich hab Haare verloren, also mir wurde an den Haaren gezogen, mein Oberteil ist zur Hälfte halt eben so ausgeleiert und so weiter. War das denn bei der ersten Geburt auch schon so schlimm, wie bei dieser jetzt? Nicht so schlimm, nee, absolut nicht. Ja. Wie lange hat der gesamte Geburtsvorgang gedauert? Alles insgesamt, also wir sind ungefähr gegen 3 Uhr mittags, von 3 Uhr mittags halt eben jetzt bis 8 Uhr. Das ist ja schon... Ja. Finde ich jetzt mal so lange, wie unerfahren wie ich bin, finde ich das lange. Es gibt, glaube ich, noch. Es ist lange. Ja. Es dauert lange, ehrlich. Und dass man ehrlich so viele Schmerzen auf sich nimmt, halt eben für sein Kind, für ein neues Leben, da Hut ab, also wirklich. Aber ich denke mal, ich werde wieder mal 1 bis 2 Jahre brauchen, um die ganzen schockierenden Bilder aus meinem Kopf halt eben verschwinden zu lassen. Hast du denn auch schon ein Kind? Nein. Nee. Schreckt dich das jetzt mehr ab oder bist du neugierig und möchtest auch irgendwann mal ein Kind haben?
Einerseits ja, einerseits nein. So, es schockiert auch einen ein bisschen ab. Andererseits halt eben denkt man, es ist zu schaffen. Mhm. Halt eben, man kann es überleben. Und vor allen Dingen die Freude danach halt eben, wenn das Baby da ist und am Schreien ist und so weiter. Und könnte man ja ganz einfach sagen, dann machen wir halt so einen Kaiserschnitt und liegen schön in der Narkose und ich merke nichts davon. Ging auch, ne? Ja, das ginge auch eigentlich schon, aber das wäre viel zu gefährlich für Mutter und Kind. Ach so. Und vor allen Dingen die Schmerzen nach dem Kaiserschnitt wären für Mutter viel, viel schmerzhafter als während der Geburt. Ach, eigentlich. Das ist so? In dem Sinne. Ja, ist so. Ja, das ist ja wie eine riesengroße OP-Narbe, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da wird von den meisten, also von den seriösen Ärzten eigentlich abgeraten. Das machen wir dann nur in Notfällen, ne? Ganz genau. Ja. Mhm. So, dann ist ein Mädel auf die Welt gekommen. Ja, Sophia. Sophia. Die kleine Sophia. Alles drin, alles dran, gesund und fit alles und quietschfidel. Und sie hat geschrien und gequiekst, also alles wunderbar, alle gesund und alle munter. Und es könnte eigentlich gar nicht besser gehen. Also die Freude ist genauso unbeschreiblich wie der Schmerz. Ja, das wollte ich ja sagen. Was ist das dann für eine Atmosphäre, wenn der kleine Mensch dann endlich da ist und quietscht? Was ist das für eine Atmosphäre in dem Kreissaal? Es ist einfach nur, ich weiß nicht, es ist unbeschreiblich, es ist eine Freude, es ist, man ist einfach nur losgelöst von allem, von der ganzen Anspannung und allem Möglichen und es ist einfach nur genauso unbeschreiblich, wirklich schwer in Worte zu fassen, ehrlich gesagt. Ja, aber ich meine, ahnt es ja, wenn die Frau sich vorher so gequält hat und so viele Schmerzen ausgehalten hat, dann ist es endlich da und man merkt, dass es auch alles okay gelaufen ist. Auf jeden Fall. Dass dann wahrscheinlich ein unbeschreibliches Glück dann plötzlich da ist, ne? Ja, und alle erleichtert sind und halt fröhlich, ne? Und sich freuen. Mhm, auf jeden Fall. Und man sagt halt eben, wenn das Kind dann da ist, ist der ganze Schmerz sofort dann vergessen. Wie geht denn das dann? Dann ist das kleine Kind, das ist ja noch blutig und schmierig und mit Nabelschnur und so, wird das dann mal ganz kurz... Übrigens, entschuldige, dass ich dich wiederhole. Ja? Ich durfte die Nabelschnur durchschneiden. Hey, die Tante Olga, kann man später dann mal erzählen. Ne? Meine Tante Olga hat das gemacht. Genau. Ist das so, dass man das Kind dann mal kurz so zur Mutter so auf die Brust legt? Schon ja, auf den Bauch legt, dass so Körperkontakt stattfindet und so. Ja. Das ja. Und da wird das halt eben direkt betrachtet und so weiter alles. Also ich habe da direkt alles nachgezählt, ob alles da ist. Alle Zehen dran sind und so. Genau. Ja. Mann, was für ein aufregender Abend dann für dich. Und wie, aber hallo. Ich gehe davon aus, dass du ein sehr enges Verhältnis zu deiner Schwester hast. Mhm. Sonst ginge das ja gar nicht, ne? Dass man dann so intim, das ist ja ein ausgesprochen... Ja, ein ganz großer Moment, den man dann teilt miteinander, ne? Ja, und wie. Sie hat mich auch so ganz, ganz vertraut angesehen, mich geküsst und meinte halt eben, ich liebe dich. das ist doch eine tolle Bindung. Halt auch für dich dann später, wenn du die Kinder groß werden siehst, bist du wirklich die nette Tante, ne? Die halt immer da ist. Auf jeden Fall. Und sich um die Kleinen kümmert. Kannst du überhaupt jetzt schlafen? Nee, ne? Nee. Ich habe schon versucht, aber es geht nicht. Also das Herz pocht, so viele Bilder sind noch in einem, so viele Eindrücke. Das glaube ich. Also, das ist eine schöne Geschichte. Wir begrüßen nochmal Sophia recht herzlich hier auf unserer Erde. Ne? Möge sie sehr lange leben und möge es ihr sehr gut gehen. Und wir wünschen ihr viel Glück, das wird sie brauchen können. Ja, Domian, hat mich sehr, sehr gefreut, auch mal mit dir mal zu sprechen, persönlich. Gebe ich gern zurück. Und du grüßt aber auch bitte sehr herzlich deine Schwester von mir. Wird gemacht. Und wir grüßen nochmal den stolzen Papa, den Roman, in der Hoffnung, dass er uns hört irgendwo. Alles klar. So, dann trink dir vielleicht ein Gläschen Wein oder so, dass du ein bisschen ruhiger wirst und dann irgendwann doch mal ins Bett. Muss sein. Liebe Olga, alles Liebe, alles Gute. Dir auch. Tschüss. Ciao. Und Lara nach Olga... Kommt jetzt Lara. Ach, Lara hat aufgelegt. Die Lara. Der hat es zu lang gedauert. Dann machen wir weiter mit Miriam. Miriam ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Miriam. Ja, guten Morgen. Hallo, Miriam. Um was geht's bei dir? Und zwar, es geht um meinen Freund und mich. Wir haben ziemliche Probleme seit 2 Wochen. Mhm. Wie lange seid ihr beiden schon zusammen? Knapp 5 Monate. Also ein Jahr. Ja, 5 Monate. Ach, 5 Monate. Ich habe 12 Monate verstanden. Nein. 5 Monate. Und seit 2 Wochen Probleme. Ja, er sagt, er weiß nicht, wie das mit uns weitergehen soll und ob das überhaupt weitergeht. Er kann mir nicht vertrauen und er benimmt sich auch in letzter Zeit sehr, sehr komisch. Ist denn irgendwas vorgefallen, dass er zu dir sagt, er kann dir nicht vertrauen? Nein, also früher in seiner Vergangenheit, ja. Aber da die Frauen ihn verletzt haben, heißt es jetzt, da ich eine Frau bin. Ach so. Also du hast ihm noch keinen Anlass gegeben, dass er irgendwie... Nein, mit Sicherheit nicht. Ich habe alles getan.
ich habe versucht, mit ihm zu reden. Ich habe ihm versucht, seine Ruhe zu lassen. Ich habe ihm immer gesagt, ich bin da, wenn was ist. Mhm. Wie alt ist er? 26. Ja. Und Du sagst so 2 Wochen. Das ist ja noch nicht so lange. Ja, aber wir haben uns seit 2 Wochen auch nicht mehr gesehen. Ach so. Und wir haben auch, was mich ein bisschen beunruhigt, wir haben 3-mal in der Zeit telefoniert. Mhm. Und letzten Donnerstag, da war der sehr seltsam am Telefon. Hätte ich nicht gewusst, dass er das ist, hätte ich ihn von der Stimme und von der Redensart gar nicht mehr erkannt. Und er hat auch so Sachen zu mir gesagt, wo ich dachte, so, ne, das, was er von Frauen hält. Dann haben wir am Sonntag nochmal telefoniert. Komplett anders. Der wusste auch nicht mehr so genau, was er zu mir am Donnerstag gesagt hat. Jetzt hatten wir Dienstag telefoniert, da war er wieder komplett Stimme. Und was vermutest du? Drogen? Nein, das, okay, ich weiß, er trinkt öfters in letzter Zeit, aber das erklärt nicht, warum Stimme und auch die Redensart irgendwie anders ist, also von der Artikulation. Okay, und aber dann würde ich ja, was sollte es sonst sein als Drogen? Ich weiß es nicht. Ich finde ihn sehr psychisch labil und ob da vielleicht irgendwie schizophren, ich weiß es nicht. Der ist sehr, sehr, ganz komplett anders. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Zwei Wochen kaum Kontakt miteinander. War denn vor 2 Wochen ein Streit? Nein, also ja gut, an dem Donnerstag, es war so, ich war vom Montag auf Dienstag bei ihm, habe ihm dann so gesehen die 3 Worte gesagt, die man nach einer gewissen Zeit sagt, und das hat ihm wohl so Panik gemacht, dass es jetzt ernst wird, dass er gesagt hat, weil er mir das noch nicht zurücksagen kann und. Ach so. Wir haben auch sehr wenig in der Zeit in den 5 Monaten unternommen und deswegen denke ich, wir kennen uns auch noch gar nicht so gut, dass man sagen kann, ob sich da Gefühle aufbauen können oder nicht. Ich meine, wir haben meistens nur die Abende miteinander verbracht. War denn so die ersten Wochen oder die ersten Monate, war das schon innig, würdest du sagen? Es war die ersten 3-4 Wochen war das schon so. Wir haben jeden Abend telefoniert, 5 Stunden und so. Das Problem ist nur, dann kam irgendwann der Punkt, wo er sagte, du, das geht mir alles auf einmal so ein bisschen schnell und dann komplett Abbruch erst mit so viel Telefonieren und SMS. Verstehe. Und dann baute sich das wieder langsam auf und dann... Aber da ist der Fall ja schon relativ klar, ne? Dass er offensichtlich sich seiner Gefühle nicht sicher ist, sich vielleicht auch ein bisschen überrannt fühlt von dir? Ich weiß nicht warum, also ich habe ihm das schon mal gesagt, nur ich habe es halt noch nicht ausgesprochen, diese 3 Worte, weil mir das auch ein bisschen schwer fiel. Und ja, er weiß nicht, was er möchte. Er macht sich im Moment beruflich Gedanken und alles und ich weiß auch nicht, wie ich auf ihn eingehen soll. Ich meine, ich habe ihn jetzt 2 Wochen seine Ruhe gelassen, so gut wie. Und diese Telefonate, gingen die von ihm aus oder von dir aus? Von mir aus. Also ich habe ihm aber auch gesagt, ich melde mich das nächste Mal. Warum? Ich weiß nicht, weil ich keine Lust hatte, auch wirklich darauf zu warten, dass er sich meldet. Ja, aber das ist der Punkt. Das ist der Punkt, Miriam. Ich glaube, das ist das Einzige, was du tun kannst, was vernünftig ist. Ja, wir sehen uns ja heute. Ach, ihr seht euch heute? Ja, ich habe ihm gesagt, wir wollten uns eigentlich Dienstag schon sehen. Mhm. Da kam dann aber von ihm erst im Essen morgens, er muss irgendwie abends noch einkaufen und Wäsche machen, was ich natürlich eine ganz blöde Ausrede fand. Und jetzt hat er gesagt, wir sehen uns heute, aber ich weiß auch nicht, wie ich mehr mit ihm umgehen soll. Ich meine, ich kann nichts dafür, dass er... Das ist 4 Jahre her, dass er so verletzt worden ist und ich kann da ja nichts für. Und ich komme jetzt auch ein bisschen blöd vor. Klingt nicht gut, finde ich. Nee, klingt nicht gut und ich glaube, ich will dich da nicht, will dir da nicht schlechte Stimmung machen, aber ich würde das nicht sehr hoffnungsvoll sehen. Ich würde an deiner Stelle den einfach mal kommen, also sofern es überhaupt zu dem Gespräch kommt heute, zu dem Treffen. Ja, das wird von meiner Seite aus. Ich werde auf jeden Fall vor seiner Haustür stehen, weil ich lasse mich da auch nicht immer weiter schieben. Ich habe ihm gesagt, ich lasse dir deine Zeit. Okay, du willst zu ihm fahren? Er weiß ja auch, dass ich zu ihm hinkomme und ich werde mich auch nicht diesmal abwimmeln lassen, weil ich meine, ich schlafe die letzten 2 Wochen kaum noch, weil ich mir auch Gedanken mache um ihn. Okay. Weil er, aber dann musst du, ich glaube, da musst du es einfach mal so hinnehmen, was er sagt. Ja, nee, heute ist ja klar, dass irgendwie eine Klärung ist, weil ich lasse mich ja auch nicht weiter dahin halten. Ja. Entweder vertraut er mir und wir versuchen es vernünftig oder er tut es nicht, aber genau. Ich meine, ich kann auch nichts mehr machen. Nur und deine Sorge in Ehren, aber ich glaube, dass du wahrscheinlich dann die Falscheste bist, die ihm da helfen könnte. Wenn er schon so auf Distanz aus ist und sich überhaupt gar nicht so gerne an dich annähern möchte, dann kannst du ihm auch nicht groß helfen in seiner wie auch immer gearteten Problematik. Ja, wenn, dann muss er jetzt einen großen Schritt machen. Ich glaube, du hast ja alles signalisiert. Du liegst ihm ja quasi zu Füßen mit deinen 3 Worten. Ja gut, ich meine, ich habe am Sonntag, das war ja auch das letzte Mal, das Gespräch hörte sich eigentlich ganz positiv an und er hat auch gesagt, dass er an mich denkt und
Naja, ja, das sagt er sagt einfach, er hat Angst, dass wenn er was für mich tut und dass er dann halt wieder wie immer einen Arschtritt kriegt und dass er dann so gesehen der Doofe ist. Und ich meine, da kann ich nichts machen. Ich meine. Nein, und die entscheidende Frage ist, was ist dein Gefühl für mich? Du hast ihm gesagt, ich liebe dich, und was ist sein Gefühl für dich? Ja, ich denke aber, wenn er mir nicht vertraut und wenn er das auch nicht versucht aufzubauen, dann geht es auch nicht. Kann man jemanden auch nicht lieben. Nein, dann geht es auch nicht. Dann passt ihr einfach nicht zueinander. Und dann sind das muss man sagen, er war bis jetzt jedes Mal nach dieser Beziehung, die er hatte, hat er noch eine vernünftige gehabt. Aber danach, alles, was danach kam, ist er immer, wenn es ernst geworden ist, weggerannt. Hm. Ja, aber weißt du, dann kannst du es auch nicht erzwingen, dass er bei dir bleibt. Da muss der irgendwann mal kapieren, dass nicht alle Frauen schlecht sind, auch wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat, sondern dass er irgendwann auch mal einer Beziehung eine Chance geben muss. Aber das kannst du ihm nicht beibringen. Mhm. Das kannst du nicht. Ich glaube, dass du ganz viel schon gemacht hast und du musst jetzt einfach abwarten und vor allen Dingen heute gucken, wie er sich verhält und dich dann in Würde zurückziehen. Bloß nicht klammern, bloß nicht betteln. Nee, ich habe ihm auch gesagt, wenn er sagt, nee, das funktioniert jetzt nicht. Also ich habe ihm auch gesagt, wenn er mir eine Chance gibt, dann will ich aber auch, dass das nicht irgendwann ist, sondern jetzt vernünftig sofort und dass dann auch wieder, dass er sich mir annähert und er lässt es halt sein. Nur ich, wie gesagt. Wer hat denn eigentlich damals am Anfang, von wem ging denn der erste Schritt aus, dass es zu der Beziehung kam? Ging es von dir aus oder von ihm? Ich würde sagen, von beiden gleich. Von beiden. Also da kann man nicht sagen, wir haben uns kennengelernt und zwei Wochen später sind wir zusammengekommen, war auch total schön die Zeit. Nur als es dann anfing, dass ich ihm näher kam, da hat er dann irgendwie schon Panik geschoben und ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen soll. Ich meine, ich versuche mit ihm zu reden und er vertraut mir jetzt mittlerweile. Deswegen habe ich gesagt, Sonntag lief das Gespräch gut. Er hat angefangen, mir Sachen von sich zu erzählen und dann zog er sich wieder zurück und das ist so ein Hin und Her und ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, gar nicht. Du musst irgendwann sagen, so geht das nicht und so kannst du nicht leben und dann muss er sich verändern oder er verändert sich nicht. Wenn er sich nicht verändert, dann passt das nicht mit euch beiden. Dann ist das leider nichts. Liebe Miriam, gutes Gelingen für dich heute, wenn du dort hingehst. Und hab so im Kopf, dass du da mit Würde rausgehst, dass du dich nicht irgendwie lächerlich machst und nicht zu sehr klein machst oder klammerst, wie ich es vorhin schon sagte. Ja. Das ist wichtig. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Axel Düllmann. Morgen heißt unser Thema Vor meinen Augen passiert. Was ist vor euren Augen schon Besonderes oder auch Schlimmes geschehen? Das könnte zum Beispiel ein Unfall, ein Verbrechen, ein Unglück oder sonst irgendetwas Schockierendes, für euch Schockierendes sein. Unser Thema morgen ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen zu diesem Thema oder natürlich auch während der Sendung 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.